So, heute am Strand gesehen. Und zwar Akira ist am Strand. Akira ist aber nicht alleine. Nein, Akira ist mit dem Frauchen da. Und hallo und guten Tag. Wir haben uns schon mal gesehen. Also ich jedenfalls hab dich, ich sage jetzt du gesehen und den Hund auch. Und jetzt habe ich mal angehalten und habe mal gefragt, was es damit auf sich hat. Also Akira ist ein Blindenführhund. Ja. Und ausgebildet? Ausgebildet. Wie alt ist er denn? 10,5 Jahre alt. Und der genießt den Urlaub jetzt mit seiner Herrin, natürlich auch. Hier ist der Blinden, ich sage ihr steckendes Symbol. Ja. Und ihr wohnt im Palm Beach. Im Palm Beach. So, und das auch mit Hund kein Problem. Er hat ja seine, ich sag mal, seine Aufgabe. Genau. Und die Hotelleitung, alles positiv. Ah, die sind sowas von fürsorglich, hilfsbereit. Sie helfen mir bei jeder, beim Frühstück, beim Abendessen, sind jederzeit für mich da. Finde ich echt gut. Also muss ich sagen, ich habe mich aber, der ein oder andere wundert sich, wenn er hier einen Hund am Strand sieht. Wir wissen alle, dass es normalerweise nicht erlaubt ist. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal berichtet und habe gesagt, man soll nicht vorschnell urteilen, weil man gar nicht weiß den Zusammenhang. Und deswegen der Akira, der wartet auf seinen Ball. Ich schaue noch mal zu ihm, der hat ja auch eine Kennzeichnung. Ja. Und zwar... Akira, komm mal her. Akira, ja, schau mal. Der hat ja auch eine Kennzeichnung an der Seite. Ja, wir sehen sie und das ist also die Kennzeichnung für den blinden Führhund. Also, keine Fragen, die offen bleiben und wenn man mal ein bisschen hinterfragt, dann weiß man auch, warum. Ja, das erste Mal seid ihr hier auf Gran Canaria? Ja. Das erste Mal. Das erste Mal und es ist sehr schön und wir machen das gleich in der Früh, diesen Strandgang, ja, bevor dass die Leute und die Kinder kommen, wo sie dann hinlegen und ihre Ruhe haben wollen. Wir gehen dann wieder zurück, laufen nochmal durch die Dünen und sind dann im Hotel auf dem Balkon oder im Park von der Hotelanlage. Das ist ja auch schön, ne? Ja. Und er wartet auf seinen Ball, ne? Ich habe doch den irgendwo gesehen, da habe ich ihn. Ich werde den mal schmeißen und mal schauen, was er... Schau mal, hier ist er. Na? Er findet ihn nicht? Doch. Da ist er. So, also. Er hat da ein paar Schwierigkeiten im Wasser, aber an Land funktioniert es. Ja, das ist dann... Wir werden jetzt mal schwimmen gehen. Jawohl. Und ich werde mich verabschieden. Ich bedanke mich für das Interview, für das Spontane. Und wir kommen ja auch aus der gleichen Gegend. Genau. Den schönen, lieben Gruß nach Franken. Ach, und ich... Dank. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Gut, wunderbar. Ich habe ja den Kanal. Wir werden uns noch ein kleines bisschen unterhalten. Okay, bis dann, danke, bis dann. Tschüss. Danke.